Kinder des JS Hannover Süd, wir machen heute ein kleines Outdoor-Training und zwar werden wir ganz leichte Übungen machen. Die sind teilweise koordinativ, teilweise ein bisschen was mit Judo zu tun, aber ansonsten wird es ein ganz einfaches Workout. Viel Spaß! Wir fangen an mit einer ganz einfachen Erwärmung. Wir machen den Quadratlauf. Heißt also, wir laufen vorwärts, wir laufen seitwärts, rückwärts und wieder seitwärts. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. In der nächsten Übung machen wir das gleiche, nur in der Hocke. Wir hüpfen nach vorne, zur Seite, nach hinten und wieder zur Seite. In der nächsten Übung gehen wir auf den Boden und machen das Judo-Krokodil. In der nächsten Übung machen wir die Judo-Raupe. Dabei müsst ihr darauf achten, dass eure Beine die ganze Zeit durchgestreckt sind.
Die nächste Übung ist ein bisschen judo-spezifischer. Wir machen jetzt eine Eindrehbewegung nach vorne. Heißt also, ich versuche in der Vorwärtsbewegung einen Schrittwechsel zu machen und dann mit dem Rücken zu meinem nicht vorhandenen Partner zu stehen. Wir machen die gleiche Übung noch einmal, nur jetzt machen wir noch eine weitere Übung hinzu. Und zwar drehen wir mit einem Ogoshi ein zum Beispiel oder einem Okigoshi, wie ihr wollt. Ogoshi wäre diese Bewegung. Ich gehe auf den Rücken, hebe den Partner auf und Okigoshi, ich gehe auf das Schulterblatt und schwinge den Partner um mich herum. Los geht's! In der nächsten Übung werden wir uns wieder rechts und links rum eindrehen. Diesmal heben wir das rechte und dann auch das linke Bein hoch, zu einem Uchimata theoretisch. Guckt einfach hin und macht's nach. Am besten das Bein so gut es geht strecken. Wir machen eine weiterführende Übung und zwar machen wir den sogenannten Ken-Ken-Uchimata. Heißt also, ich strecke ein Bein nach hinten aus und versuche dann im Hüpfen dieses Bein oben zu lassen. Wir machen jetzt noch eine weitere Judo-Übung und zwar ist es eine Fußfegebewegung, wie beim De-Ashibarai oder beim Okuri-Ashibarai. Und zwar probiert es bitte rechts und links rum. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all.
machen noch eine weitere Judo-Übung. Das ist der sogenannte Ochigari oder die große Außensichel genannt. Dabei probiert ihr einfach mal rechts und links zu sicheln. Ganz, ganz einfach. Mit einem Bein stellt ihr euch dahinter und das andere Bein macht einen großen Bogen. Dann die andere Seite. Ich stelle euch mit dem anderen Bein hinter und das andere Bein macht einen großen Bogen. Los geht's! Das war's auch schon mit unserem kurzen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für das nächste Video werden wir uns wieder in den Garten begeben und diesmal üben wir dann die Fallübung rückwärts, die Judo-Rolle vorwärts und die Fallübung seitwärts im Garten. Das tut auf keinen Fall weh und macht jede Menge Spaß. Bis zum nächsten Mal.